Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Ranch Sim in der zweiten Staffel mit der Fanny. So, ich habe mir offscreen mal ein wenig Glas besorgt, denn mein Dach da oben muss ja noch gemacht werden. Mach mir mal eben. Und ich habe schon ein bisschen Möbel und so hingestellt, aber noch nicht gebaut. Genau. So, das machen wir mal eben. So, jetzt ist das wenigstens fertig. Woanders brauche ich kein Glas, ne? Ne, nur noch Holz und so. Ja, okay. Wunderbar. Wunderbar. So. Okay, aber ich brauche noch Beton. Ah, das kriegen wir hin. So, wo ist denn jetzt mein Holz? Hier. Nehmen wir gleich mal ein Pack mit. Oben habe ich zwar noch was zu liegen, aber das werden wir gleich verwenden. So, das rein. Hoppala, denn das rein. Ah, ich glaube, mein Holz wird nicht reichen, ne? Da muss ich die Reste noch abholen. Komm, mach das mal auf hier. Ach komm, nehmen wir die Zweier. Ne, die Zweier nehme ich jetzt nicht mit. Moment, machen wir zum Schluss, ja. So. Wir wollen ja hier fertig werden. Okay. Ich habe mit Absicht diesen Schrank hier gebaut. Um einfach ein bisschen Abwechslung zu haben. Ich will jetzt da keinen Käse reinpacken oder so, sondern eher ein paar Kisten. Mit den Samen oder sowas. Ja, das wäre doch cool. Ah. So, dann einmal da rein. 12 brauche ich dafür noch. Ja, das wird natürlich nicht reichen. Da hat die Fanny wieder zu viel bauen wollen, ne? Naja. So. Nehmen wir noch das da. Sehr gut. Ich brauche auch noch Lampen unbedingt. Ich weiß. Ja, machen wir erstmal hier rein. So, dann kann ich jetzt auch die kleinen Zweierpäckchen nehmen oder was es sind. Genau, dann ist es auch weg und dann ist alles gut. Machen wir schon mal hier rein. Perfekto. Ja, komm, dann lass uns mal gleich losfahren. Ach so, wartet, ich muss... Ja, ich wollte gerade was sagen. Oh, ah! Nicht drauf fahren, Fanny. Ah, scheiße. So, komm. Nee, ich bin zu nah dran. Bin zu nah dran. Ah, okay, doch nicht. Wartet, wartet, wartet. Nein, so lang. Ach, scheiße. Ich krieg's heute nicht hin, Leute. Ich krieg's heute nicht hin. So, jetzt aber, oder? Ja, jetzt habe ich es angekoppelt. Meine Güte. Ich muss mal nach meinen Tieren gucken. Und zwar, als ich das Glas kaufte, lief auf einmal eine Kuh, eine Fleischkuh, lief auf einmal zu meinen Sonnenblumen. Ich muss mal nach dem Rechten gucken, ja. Dann werde ich auch gleich mal die Futtertröge hier, die Futtersilos mal auffüllen. Ja, komm. Mach das mal so. Hier scheint alles soweit in Ordnung. Ordnung. Hier rennt, glaube ich, nichts rum gerade. Ich kann euch ja mal zeigen, wer hier einfach so rumgerannt ist. Ja, ja, ja. Nicht raus, meine Lieben, nicht raus. Und zwar hier dieser kleine Wicht. Der war das. So. Hier aber scheint alles in Ordnung zu sein. Einmal nachfüllen. Bei den Fähren, glaube ich, ist nichts. Ach, jetzt habe ich da gerade gedacht, guck mal. Jetzt habe ich gedacht, hier liegt Holz irgendwie in der Luft. Aber das ist ja meine Möchte-mal-gern-Treppe. So, dann einmal hier nochmal. Perfekt. Ja, ja, euch geht's gut, ne? Ihr macht das schon. So, ich gehe trotzdem nochmal nach den Fähren gucken. Ich habe hier immer noch nicht die Pflanzen gebaut. Weil mir Holz fehlt. Ja, okay, überall fehlt mir Holz. Ich muss noch ganz viel besorgen. So, ich gucke trotzdem noch mal nach meinen, was, wartet mal, was habe ich denn? Ah! Metall und so. Wartet. Wisst ihr, was ich noch kurz mache? Hoppala. Ich werde... Oh, das war ein Baum, ne? Ja. Das war ein Baum. Oh Gott. So, ich werde mal kurz Beton da rein buttern in den Schrank. Und dann werde ich mal die Sachen endlich wegräumen und das Auto mal
in die Garage bringen, ne, da wo es hingehört. Wobei, wartet mal, habe ich den Beton noch angefangen in der Scheune? Muss ich mal ganz kurz gucken. So, einmal hier. Ja, guck mal, das ist nämlich angefangen. Ist da gerade ein Tier rumgelaufen? Habe ich da gerade ein Tier gesehen? Oder habe ich schon wieder Halluzinationen? Ach nee, das war wahrscheinlich der Schatten hier. Nee, hier läuft nichts, ne? Ihr habt auch nichts gesehen, glaube ich. So, dann nehme ich nämlich das angefangen, ne? Für den einen Schrank hier, ne, den ich... Ach, das ist Metall, ich Depp. Ja, ach Mann, ja. Metall, nicht Beton. Ah, okay, gut. Ah, jetzt kriegst du hier nicht rein, weil der... Ja, gut, dann nehmen wir halt das. Stimmt ja, war ja Metall. Mhm. Ich mal wieder. So, apropos Metall. Ein Moment. Ein paar Pflänzchen wären doch hier auch nicht verkehrt, oder? Nee, wobei. Nee, mach dich mal so, genau. Das könnte ich ja mal... Wartet mal. Nee, hier ist keine Tür. Da hat Fanny keine Tür gebaut, aber ich könnte das hier einfach mal... da so hinbauen. Ja, ein bisschen schöner machen, ne? Ja, wobei das glaube ich etwas schwierig, wenn ich das... Ich könnte das ja hier so mal hinmachen. Ja, steht das gut soweit? Ja, ich denke. Ist halt nicht im Weg, ne? Das ist doch die Hauptsache. So, genau. Ein Wandbild. Ja. Wartet, ich mach das Buch mal kurz weg. Ein Wandbild hätte ich auch noch gerne. Na, dann sieht das alles nicht so trist aus. Wie mache ich das? Da. Nee, da passt es leider nicht hin. Aber ich könnte das ja hier so hinmachen. Vielleicht so ein bisschen versetzt. Ja, so ist gut. So ist gut. Dann mache ich die Kuhmarke direkt hier so über die Tür. Haha. Ja, Wandbild. Das ist jetzt ein bisschen gross. Witzig, wenn man hier drüber läuft. Nee, jetzt geht's nicht. Seltsam, gerade ging's noch. Hm, okay, man hat es aber gehört, dass man über Metall gelaufen ist. Obwohl, im Wandbild könnte ich doch auch hier hin machen. Ist doch auch eine Idee. Ich weiß, es kostet mich jetzt wieder Unmenge von Holz, ne? Ja, gut, ist halt so. Holz. Auch Metall kann ich gleich hier noch reinmachen, genau. Da noch Metall rein. Da ist nur Holz. Okay, dann hätte ich das jetzt, glaube ich, ne? Aber hier brauche ich kein Metall, oder? Nee, ist auch nur Holz. Ich gucke lieber einmal nach. Also logisch gesehen ist kein Metall drin, aber... Jetzt bei Pflanzen ist Metall drin, also von daher schneit es tatsächlich. Es schneit. Gut. Dann werde ich erstmal hier. Ach, ist das schön. Ich mag es, wenn es schneit. Werde ich erstmal das Auto entladen.
Und dann parke ich das Ding mal ein und dann ne, in die Garage und dann ist alles gut. So. Aber eigentlich könnte ich ja die hier auch wegmachen. Das lasse ich lieber nochmal, ne? Falls ich noch was bauen will. Das ist immer so meine, mein, wie sagt man dazu? Meine, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, keine Ahnung. So, das, das, das. Ja, genau. Ich muss hier auch noch unbedingt Lampen machen. Weil die Scheune lasse ich wohl stehen. Habe ich beschlossen. Okay, du bist angefangen, du bist nicht angefangen. Gut, dann mache ich erstmal den Stapel. Nicht wahr? So, das. Muss ja alles seine Ordnung haben hier. Perfekt. Dann kommst du da hinten erstmal und dann kommt der Angefangene oben drauf. Ich weiß gar nicht, wie hoch kann man es denn stapeln? Hoch, oder? Gibt es da eine Begrenzung? Ja, bis zur Decke jedenfalls, ne? Das ist die Begrenzung. So. Nein, ich glaube, so groß wie man selber ist, ne? Ich glaube, so hoch kann man stapeln. So, dann fahr einmal zur Garage, dann können wir das schon mal... Ach, mein Quad steht da hier auch noch, genau. Opala, opala, bleib stehen. Garage zu. Garage ist zu. Mach mal Licht an. In der dunklen Stube hier. So, da... Und hier. So. Na, dann werden wir jetzt alles mal ein bisschen hier wieder ordentlich machen. Sehr gut. Komme ich hier durch? Nee. Wie gut, dass ich hier eine Tür habe. So, mein Quad werde ich mal wegstellen. Und zwar machen wir das Ding einfach mal hier hinten hin. So, die Bienen, ne? So, einmal hier rein. Oh, ich mag das, ne? Ich mag diese Karre hier. Ich finde die auch richtig klasse. So, mein Rasenmäher lässt auch zu wünschen übrig. Hm. Naja. So, dann hätten wir mal die beiden Fahrzeuge auch weg. Klappt doch alles wunderbar. Okay, dann würde ich sagen... Gehen wir Holz kaufen. Aber ich speichere nochmal vorher ab. Besser ist. Noch einmal abspeichern. Sehr gut. Okay. Los geht's. So, mein Weizen... ist dabei zu wachsen, ja. Dann müsste ich auch meinen Drescher holen. Und natürlich noch das Schneidwerk dazu, ne? Darf auch nicht fehlen. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Ich fahre hier immer, naja, sie... Ui, das wäre fast schief gegangen, ne? Aber nur fast. Tadam. Wenn ich das Auto leer hätte, könnte ich jetzt mehr transportieren, aber ich habe das Auto nicht leer, wie man sieht. So, naja, ist egal, Anhänger reicht erstmal. Wow. Das ist immer... Na, ist egal, so. Lassen wir es einfach so stehen, ne? Ist schon in Ordnung so.
So, wenn ich jetzt rausspringe, dann geht das. Genau. Hoch. Und das. So. Wir machen den Anhänger auf jeden Fall voll. Schaden tut's ja nicht. Na komm. So. 10 Stück kann ich noch holen, ne? Ich glaube, das kriegen wir hin. 10 Stück. Genau, einmal durchklicken, Kasse. So, und da bin ich auch schon wieder happy. So, nimm das mal gleich mit. Nehmen wir erstmal die weit entfernt sind, ne? Dann haben wir das weite Laufen hinter uns. Na, komm schon. Rauf da. Na, so, genau. Das sieht gar nicht aus wie 10, oder? Irgendwie sieht das viel weniger aus. Aber es sind wirklich 10. So. Und dann noch die letzte Reihe. Huch, nee, das war nix. Fanny, das war gar nix. Mach das da rauf. So. Ja, nachher muss ich natürlich wieder arbeiten. Ich habe so ein bisschen Angst in meiner Hand, weil die ist immer noch nicht in Ordnung. Drück mir mal die Daumen, dass sich das nicht irgendwie wieder verschlimmert oder so. Aber verbessern wird sich dadurch auch nicht, ne? Naja. So, los geht's. Fahren wir wieder at home. Ach, ich mag es. Ich mag es. So. Was habe ich denn jetzt gemacht? Achso, ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ne? Ich habe jetzt ein Standbild. So, keine Ahnung. Müsste ich mal gucken, wenn ich das Video render. Aber ich achte mal auf sowas nicht. Ich bin irgendwie völlig vergesslich mit sowas. Ich habe nämlich die falsche Taste gedrückt. Ich wollte einen Screenshot machen. So, wir fahren wieder hier hinten lang, ne? Dann haben wir es nicht so weit. So. Ich fahre mal hier außen rum. Und was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass ich auch die Bäume habe stehen lassen. Das kommt ganz gut, ne? So, wir machen erstmal die Einrichtung fertig. Bevor wir hier an die Bilder gehen und sowas. Genau. So. Boah, 10 Planken, ey. Ja komm, wir machen aber jetzt die Pflanze. Dann haben wir ein bisschen Grün. Da haben wir ein bisschen Grün hier drin. Und dunkel ist es auch, ne? Meine Güte. Dunkel ist es hier auch drin. Ey, jetzt habe ich echt Zement hier nicht reingepackt. Ich depp. Ach, Fanny, du lernst es noch, ne? Oder ist die Hoffnung verloren? So, das haben wir fertig. Machen wir hier noch die beiden Schilder.
einem, ne? Naja, ist egal. So. Okay, noch ein Durchgang hier oben. Dann haben wir's. Guckt euch mal an, wie mein Holz weggeht, ne? Boah, ist übel. So, das haben wir. Hier fehlt noch ein Zement, weil Fanny wieder blöd ist. Und das nicht auf die Kette kriegte. Ja. Sieht doch nett aus. Ja. Sieht doch nett aus. So, dann machen wir jetzt die Schilder nochmal eben. Dann haben wir das auch hinter uns. Da beschrifte ich noch, keine Sorge. Genauso wie hier. So. So weit, so gut. Ach, komm, dann hole ich jetzt mal noch schnell Zement. Was soll das? Shit. Oh, ist das ärgerlich. Wegen einem Zement, ja? Mann, Mann, Mann. Schade, dass ich hier nicht durch die Löcher laufen kann. So. Also hier so durch, ne? Eigentlich könnte man durchkrauchen, wenn man sich ein bisschen bückt. Dann wäre das machbar. So, ja, sieht doch ganz nett aus, das Gebäude. Habt ihr mir auch in den Kommentaren geschrieben. Vielen, vielen Dank. Kann sich sehen lassen. So, die Worte. Okay, wunderbar. So, wartet mal. Bevor ich jetzt... wartet mal, die Lampen, wo sind die? Ah, die brauchen auch wieder Holz, ne? Die Lampen. Wo sind denn die Lampen? Sind die nicht hier mit bei? Hier. Es ist ein Lager. Also eigentlich muss ich ja theoretisch... Ich könnte... das dahin machen. So. Ich weiß nicht, ob das so ganz schon ausreicht für den kleinen Bereich hier. Ja, jetzt brauche ich natürlich Metall, ne? Aha. Ein bisschen. Ich weiß, es ist dunkel. Können wir schlafen gehen gleich bestimmt, oder? Ja, komm, wir machen das im Hellen. Das ist, glaube ich, blöd sonst. Ich kann ja schon mal Metall holen. Muss das Zement sowieso wieder zurückbringen. Nehmen wir gleich einen großen Päcken. Weil wenn ich laufen muss, dann nehme ich lieber jetzt ein großes. Boah, ist aber wirklich dunkel, Leute. Ich mache euch mal Licht. So. Ein bisschen Licht. Wie viel ist da jetzt? 24? Ach, komm. Nehmen wir einen großen mit. Ist egal. Den 24er werden wir auch noch los. Oder wartet mal kurz. Wartet. Was? Oh, ich sehe nichts. Boah, das blendet aber ganz schön, ne? Eigentlich reicht, glaube ich. Ach komm, nein, wir. Fanny. Mach keinen Blödsinn jetzt hier. Ja, wir nehmen den großen mit, ist egal. Da habe ich halt zwei angefangene. Ich kann ja hier auch noch Lampen hinmachen, sollte ich auch vielleicht tun. So, aber zuerst gehen wir schlafen. Dann haben wir es auch wieder hell. Ah, guten Morgen. So. Weiter geht's. Dann bauen wir das jetzt erstmal so. Ah, ich glaube, die zwei reichen, oder? So, dann werde ich mal... Sollte ich das so bauen?
gleich, Boss, so. Fanny ist wieder schief. Nee. Wenn ich das jetzt so baue. Das ist immer so eine. Naja, ein bisschen schief ist ja auch nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Achso, wartet mal, ich könnte das doch theoretisch hier an diesen Kanten machen. Irgendwie so. Bist du an der Kante? Ja. Also, du guckst raus, ne? Nee, das gefällt mir jetzt auch nicht. Oh Gott, bau bloß nicht jetzt wieder mein Dingens hier ab. Mal gucken, ob ich das hier richtig schön schief hinkriege. Ja, wenn man blöd steht, dann ist es natürlich echt schief, ne? Gerade bauen kann ich nicht. Ja komm, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Einmal dahin und einmal dahin. Oder ich mache das hier hin. Ach, das geht ja gar nicht, ne? Da war ja was. Da war ja was. Da kann ich es ja nicht hinmachen. So. Dann machen wir das auch nochmal hier. Auch total gerade natürlich. Egal. Muss ja nicht immer alles schön aussehen. Zweckmäßig reicht aus. So. Ich glaube, so ist okay. So, wo habe ich jetzt mein Metall hier? Mein Metall ist da. Achso, nee, das kann ich wegmachen. Diese hier. So. Einmal dahin. Obwohl, sollte ich da das außen auch machen? Ich bin mir jetzt da nicht so sicher. Ich glaube, außen mache ich nicht. Huch, jetzt habe ich es fallen lassen. So. Jetzt habe ich den vor Schreck hier fallen lassen. Ich glaube, außen mache ich nicht. Ich mache nur innen. Egal. Weil die Mitte wäre eigentlich daneben gewesen. Aber ich lasse es jetzt so. Was soll's. So. Zerstören. Zerstören. Ganz vorsichtig. Ja, ich glaube, das reicht so. Ja. Ist schon in Ordnung. Ich glaube, das ist okay so. Ja. So, dann mache ich das jetzt mal hier noch an den Toren irgendwie. Mal gucken. Einmal so. Da sollte ich das von innen beleuchten. Nee, von außen, oder? Ich glaube, von außen ist ganz okay. Machen wir von außen. Ich hätte es natürlich auch hier machen können. Fällt mir gerade mal so ein. Einmal so.
Warum willst du da jetzt nicht hin? Einmal so? So ist cool, oder? Ich glaube, so ist ganz cool. Bau dich dahin. Na, ganz, ganz leicht, Fanny. Ganz. Ja. Und da kann. Doch, da kann ich auch noch bauen. Einmal da. Einmal so. Auch nicht gerade, gerade, aber. Mal. 4, 8. So. Ah, jetzt ist mein Metall leer. Wartet, wir holen jetzt die kleine Packung. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Wartet, ich mach mal schon mal an. Nee, ich mach's noch nicht an. Ich mach's erst an, wenn ich fertig gebaut habe. Das ist doch eine gute Idee. Jetzt habe ich die kleine Packung, die müsste jetzt reichen. Da, diese hier. Seht ihr mal. Habe ich doch gar nicht so schlecht durchdacht gehabt, ne? So. Perfekt. Jetzt mache ich es mal an. Müsste doch eigentlich auch cool aussehen, glaube ich. So, und ich glaube, das müsste eigentlich auch ausreichen. Wartet. Ich mache mal den inneren hier weg. Ich meine, ich könnte natürlich jetzt auch noch hier die Lampen bauen. Ich meine. Ich meine, ist doch okay. Ja, komm, machen wir. So. Mach dich mal an hier. Ja, ist okay. Ich hätte auch die Lampen, glaube ich, hier außen machen können, ne? Aber innen ist in Ordnung. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles soweit. Soweit, so gut. Wunderbar. Dann haben wir die Beleuchtung jetzt auch hinter uns. Dann fehlt nur noch der Anstrich. Ja, aber ich brauche dazu wieder schwarze Farbe und sowas. Ach ja. Jetzt komme ich hier nicht rüber. Fanny, ist zu blöd. Okay, ist egal. Ja, sieht doch ganz nett aus. Sieht doch ganz nett aus. Aber was mir eingefallen ist, ich habe für meine Schneidwerke noch keinen Bereich eigentlich. So, pass mal auf. Ich lege jetzt mal die Sachen in die Kiste und dann bringen wir die nach oben, da wo die hingehören. Da wo die hingehören. So, und weil ich das ja sehr schön finde, werde ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen Decoration machen. Was habe ich denn da jetzt? Ach, Korn immer noch. Ein bisschen Dekoration. So, dann machen wir das mal so ein bisschen hin. Einfach nur, ne? Weil es schön aussieht. Ein bisschen Sonnenblümchen. Und die Weizen. Packe ich hier hin. Sieht doch nett aus. So, mach mal die Tür zu. Na, so ist das nicht so langweilig. Ach, schön. Ja, doch, ist in Ordnung so. Mir gefällt's. Ich müsste eigentlich hier mit meinem Rasenmäher mal durchlaufen. Gut, meine Lieben, ich würde jetzt hier abspeichern. So, habe ich getut. Und in der nächsten Folge machen wir dann einfach mal weiter. Vielleicht sollte ich mal die Zäune bauen.
ne, dass die hier fertig wären. Und ich müsste mal gucken. Achso, ich wollte eigentlich noch beschriften, das machen wir ein andermal. Wo ich die Schneidwerke hin tue. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Da bin ich ein bisschen überfragt gerade. Vielleicht mache ich hier einfach nur einen Bohnen hin. Also, dass ich hier einfach, ich kann euch das ja mal zeigen, einfach nur den Bohnen hier hin setze. So. Ach, der Baum müsste dann auch weg, ne? Denke ich. Ja, dass ich einfach den Boden da hinsetze und eventuell, Moment, bevor ich die Folge beende, eventuell das noch überdache, was jetzt nicht funktionieren will, weil, alles klar, weil halt nicht geht. Aber ich glaube, ich muss es auch nicht überdachen. Ne, dass ich einfach die Schneidwerke dann hier so hinsetze, das sind ja nur drei. Und den Baum lasse ich aber trotzdem stehen. Das wäre eigentlich auch eine Idee, ne? Dann kann ich mit dem Drescher hier nämlich anfahren. Hier wird es mit dem zweiten ein bisschen schwieriger. Und hier, ne? Ja, ich glaube, so ist okay. Und man sieht die auch nicht gleich. So, nochmal speichern. Weil hier möchte ich es gerne offen lassen, wegen dem Navigieren der ganzen Gerätschaften, sonst ist es nicht möglich für mich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich könnte aber auch, nee, dann muss ich hier die Bäume auch wegmachen, das will ich auch nicht. Oder ich mache die Schneidwerke hier an den Zaun. Das wäre auch eine Idee. Wisst ihr, dass ich das einfach hier hinpacke. Offen. Nee, geht auch nicht, weil hier Zaun nicht in Ordnung. Ah! Oder wir machen es hier. Wäre auch eine Idee, ne? Ah, keine Ahnung. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die Schneidwerke hier so hinpacke, einfach so offen, oder hier am Haus. Aber ich glaube, am Haus ist besser, ne? Hier. Ja, ich glaube, da ist besser. Aber ihr könnt mir es gerne mal schreiben. Also, meine Lieben, dann habt einen super schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht zu viel... Warum liegt hier Holz schon wieder? Hab ich das schon wieder nicht gesehen? Hä? Hab ich hier... Hab ich... Habe ich hier wirklich wieder den Boden abgebaut, ich Idiot? Oh mein Gott, ihr müsst ja auch denken, ich bin so bekloppt, ne? Oh mein Gott. Okay, ich baue das dann eben mal offscreen nochmal auf. Ey, das ist ja übel. Wann habe ich denn den Boden weggemacht? Ey, das ist so übel. Okay, gut, alles klar. Ich mache das jetzt offscreen. Also, meine Lieben, macht es gut, habt einen super schönen Tag und ja, ich bin ein bisschen bescheuert. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.